Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch erzählen, wie ich die erste Routine Tages- und Nachtabläufe mit meinem Baby zusammen entwickelt habe. Für alle, die es nicht wissen, wenn ein Baby auf die Welt kommt, hat es ja überhaupt keine Routine. Es kommt direkt aus dem Mutterleib, da ist es gleichbleibend dunkel, es wird gleichbleibend mit Nahrung versorgt über die Nabelschnur. Das heißt, das Baby, das auf die Welt kommt, hat keine Ahnung, wie wir Erwachsene unseren Alltag meistern. Dass wir nachts haben, wo wir schlafen, dass wir Tage haben, wo wir wach sind, dass wir essen, wenn wir hungrig sind und dass wir dann auch wieder satt sind und nicht essen. Und an all das gilt es dann, ein kleines Baby zu gewöhnen und es in unseren Alltag einzuführen. Ja, und da gibt es jetzt zwei verschiedene Methoden oder zwei verschiedene Lager. Die einen, die befürworten, das Baby einfach direkt nach der Geburt in einen festen Rhythmus zu packen, sei es in Stillphasen und Nicht-Stillphasen, die einfach festlegen, dann soll das Kind essen, dann soll das Kind schlafen. Und dieser Rhythmus, der besteht und das Baby muss sich quasi nach dem Rhythmus richten. Damit habe ich keine Erfahrung mit dieser Methode. Ich weiß aber von vielen, die das machen, dass das funktionieren soll. Dazu kann ich aber nicht viel sagen. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall Phasen beinhaltet, in denen das Baby dann halt weint, weil es ja sich dem Rhythmus noch anpassen muss. Und dass es viele Phasen gibt, wo das Baby dann halt hungrig ist, weil es einfach noch nicht die Zeit ist, gestillt zu werden, oder dass es einfach wach im Bett liegt, weil es gar nicht fühlt, dass es jetzt müde ist. Aber langfristig gesehen soll diese Methode erfolgreich sein. Dazu kann ich nur keine Fragen beantworten, weil ich das nicht oder nie gemacht habe und mich da auch viel zu wenig auskenne. Dann gibt es das andere Lager. Die sagen, das Baby entwickelt seinen Rhythmus von alleine. Wann immer es trinken möchte, kann es trinken. Wann immer es schlafen möchte, kann es schlafen. Und ich als Mutter richte mich komplett nach dem Baby und mal schauen, wann und wie da irgendwann, irgendwo, irgendwie eine Routine entsteht. Dieses Lager finde ich total sympathisch und ich habe das mit meinem ersten Baby auch genauso gemacht. Aber langfristig, also man braucht da sehr viel Geduld. Man sollte im Idealfall keine anderen Kinder haben. Man sollte auch im Idealfall keine anderen Verpflichtungen haben. Sonst wird dieses Modell, sich als Mutter komplett nach dem Säugling über einen langen Zeitraum zu richten, echt schwierig in der Durchführung. Und deswegen kann ich euch heute erzählen, dass ich, sagen wir mal, ungefähr 80% von dem mich nach dem Baby richten praktiziere und praktiziert habe, aber halt auch ungefähr 20% nach dem ein kleines bisschen Rhythmus muss ich als Mutter auch vorgeben, weil sonst kann ich meinen Alltag nicht gestalten. Nach der Geburt hat ja Mama und Kind erstmal das Wochenbett gemeinsam miteinander. Da habe ich ja auch ein paar Videos drüber gemacht, dass man sich das vorher organisiert weitestgehend und dann auch wirklich sich komplett auf das Baby, mit dem Baby zusammen Zeit verbringen kann. Und ich habe das halt so gemacht, Baby ist 24/7 an mir dran, um mich rum, in meinem Arm. Und ich musste mich auch nicht um die Großen kümmern, hatte da ganz viel Hilfe von Familie. Was total faszinierend ist, obwohl ich ja gar nicht eingegriffen habe, außer dass ich natürlich nachts das Licht ausgelassen habe, hat mein Kleiner quasi von alleine einen Rhythmus entwickelt. Und der stand so nach 4-5 Wochen fest. Also er hat mir vorgelebt, wann er hungrig ist, wann er ungefähr schlafen möchte, wann er ungefähr wach ist und bespielt werden möchte. Sicherlich ändert sich das und man kann die Minuten auf keinen Fall danach stellen, aber ich weiß relativ genau, von 5 bis 6 hat der Kleine wahnsinnigen Hunger und will unbedingt gestillt werden, auch länger. Ich weiß relativ genau, danach schläft er erstmal 2 Stunden und ich habe Zeit, mich um die Mädchen zu kümmern. Und so hat sich quasi ein eigenständiger Rhythmus durch ihn gebildet. Ich musste nicht eingreifen und an diesem Rhythmus konnte ich dann quasi ein bisschen, nacharbeiten. Zum Beispiel, natürlich hat der Kleine auch mit 5 Wochen tagsüber immer wieder Momente, wo er einfach alle 30 Minuten trinken möchte. Und ich habe da im Prinzip nichts dagegen, aber ich habe halt auch andere Sachen zu tun. Das heißt, ich muss halt auch in den Supermarkt
Und ich muss auch meine Kinder von der Schule abholen. Und deswegen geht dieses, er möchte alle 30 Minuten trinken, nach der Wochenbettzeit halt nicht mehr immer. So. Und was habe ich angefangen zu tun? Ich habe angefangen, diese Stillpausen etwas hinauszuzögern. Zum Beispiel, ich merke, der Kleine hat Hunger, möchte jetzt gern gestillt werden und ich brauche aber noch 30 Minuten, weil ich bin gerade im Supermarkt an der Kasse. Ich habe mich dann nicht hingesetzt und ihn sofort gestillt, sondern ich bin erst noch nach Hause gelaufen. Sprich, diese 10 Minuten, die musste er quasi warten auf sein Essen. Und dadurch wurde die Stillpause verlängert von mir. Und er hat dann daraufhin mehr getrunken und auch gieriger, weil er natürlich hungriger ist. Und weil er dadurch mehr getrunken hat, war er danach auch länger satt. Und ich konnte ihn quasi, und er konnte danach auch länger schlafen. Hat also nicht getrunken, 30 Minuten geschlafen, sondern er hat 10 Minuten aufs Essen gewartet, hat sehr viel getrunken und hat dann stattdessen, statt 30 Minuten, eine Stunde geschlafen. Und so kann man quasi ganz langsam und ohne, dass das Baby irgendwie weinen muss, weil ich habe das Baby natürlich im Supermarkt an der Kasse auch nicht weinen lassen. Wenn er in dem Moment geweint hätte, hätte ich auch aufgehört, hätte mich auf eine Bank gesetzt und hätte ihn draußen gestillt. Aber es war ein Meckern und ich bin da nicht sofort drauf eingegangen, sondern habe halt die 10 Minuten nach Hauseweg noch ihn warten lassen. Und das sind so die kleinen, feinen Sachen, wie man quasi den Rhythmus des Babys aufnehmen kann, aber in den Alltag integrieren kann. Niemals, also ich persönlich lasse niemals das Baby weinen. Das heißt, wenn er wirklich Not hat, wenn er wirklich hungrig ist, dann würde ich ihn immer sofort stillen. Aber wenn es denn gerade geht und ich in einer Situation bin, wo ich mich eigentlich gerade nicht ums Baby kümmern kann, dann versuche ich, ein kleines bisschen hinauszuzögern. Und so hat sich jetzt nach, er ist jetzt 8 Wochen alt, 2 Monate alt, hat sich jetzt ein Rhythmus herausgestellt, der gute, reichhaltige Mahlzeiten beinhaltet, aber auch lange Phasen, und lang heißt jetzt bei mir mal so 3-4 Stunden. Ich finde 3-4 Stunden wahnsinnig lang für ein 2 Monate altes Baby. Phasen, wo er satt und zufrieden ist. Entweder er ist wach und aufmerksam oder er schläft. Zum Thema Schlafen gehört ja auch zur Routine. Ich weiß, mein Kleiner schläft untertags ein paar Mal. Und seine Schlafphasen nutze ich eigentlich dafür, Dinge zu tun, die ich tun muss. Ihr habt es in der Morgenroutine gesehen. Ich binde ihn mir auf den Rücken, lasse ihn da schlafen und habe die Hände frei und kann mich um die Mädchen kümmern. Oder vormittags, wenn er dann nochmal schläft, binde ich ihn mir auf den Rücken, gehe in den Supermarkt. Versuche auch, wenn er dann noch weiter schläft, schon das Abendessen vorzukochen, weil ich einfach weiß, gegen Abend wird er quengelig. Da kann ich nicht, wenn die Großen auch da sind und mein Baby quengelt, kann ich dann nicht noch zusätzlich kochen. Also ich versuche, seine Schlafphasen zu nutzen, weil ich ihn mir dann rumbinde und dann schläft er auch schön tief und fest. Aber zum Beispiel nachmittags, wenn der Kleine wieder müde ist und ich mit allen Kindern zu Hause bin, dann ist es mir ehrlich gesagt lieber, wenn er nicht auf meinem Rücken gebunden schläft, weil machen wir uns nichts vor, es ist anstrengend, den ganzen Tag ein Baby auf dem Rücken gebunden zu haben. Deswegen finde ich es nachmittags toll, wenn er in seinem eigenen Bettchen schläft oder in der Wiege, die in der Küche steht. Und das ist nicht ganz einfach. Ein Baby, das so klein ist, abzulegen und ans Bettchen zu gewöhnen, es dort alleine einschlafen zu lassen, ist ja eine Wissenschaft für sich. Das ist auch wirklich ein neues Video wert. Aber mal kurz angerissen, ich pucke dann den Kleinen. Das heißt, ich wickel ihn fest in ein Tuch. Aber wie gesagt, auch das ist jetzt ein neues Video, das gehört jetzt hier nicht rein, aber ich sage es euch, wie ich es mache. Ich pucke ihn und lege ihn dann in sein Bettchen. Denn so eingemummelt und eingekuschelt kann er dann länger alleine schlafen, ohne mein Geschuckel und Geruckel, weil er sich nicht selber aufwacht. Also normalerweise, ihr werdet es kennen, jeder, der schon mal versucht hat, ein kleines Baby auf den Rücken zu legen und zum Schlafen zu bringen, die wachen auf, wenn sie zucken, wenn sie sich selber, da machen sie sich selber wach mit. Und deswegen ist das Pucken dann eigentlich etwas, ja, ganz Schönes, was dem Baby Geborgenheit gibt und womit sie sich auch wohlfühlen. Aber, und deswegen neues Video, man kann nicht jedes Baby pucken, man sollte ein Baby auch nicht mehrmals am Tag pucken, beziehungsweise meine Meinung, gibt ja auch viele Meinungen, aber ich mache es so, dass ich nachmittags den Kleinen pucke. Und das funktioniert
wunderbar für den Nachmittagsschlaf. Abends dagegen, da muss ich ihn nicht pucken. Da machen wir die Abendroutine wie folgt. Also ich gehe mit ihm zusammen ins Elternbett. Da schlafen wir ja auch nachts. Er schläft ja bei mir im Bett. Und ich still ihn quasi. Ich liege auf der Seite, er liegt auf der Seite und er trinkt. Dabei schläft er ein und dann lasse ich ihn so liegen. Und gehe dann, wenn er wieder Hunger hat, sei es eine Stunde später, zwei Stunden später, drei Stunden später, das variiert, gehe ich halt zu ihm wieder, lege ihn auf die andere Seite, gebe ihm die andere Brust und lasse ihn dann auch wieder schlafen. Im Prinzip ist das ja auch die Routine, die wir gemeinsam miteinander haben, wenn es dann nachts wird, weil ich gehe dann halt schlafen, wenn ich schlafen gehen möchte, lege mich dann zu ihm. Und für ihn macht es quasi keinen Unterschied, ob ich dann dabei bin oder nicht, weil wann immer er wach wird, er kriegt einfach die Brust und wird halt nur von Seite zu Seite umgelegt. Warum es nachts so gut klappt und warum es nachmittags eben nicht so klappen würde, warum ich ihn nachmittags pucken muss und es dann dadurch aber auch wunderbar funktioniert und warum ich ihn nachts einfach so ins Bettchen legen kann, das weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, es hat damit zu tun, dass er einfach nachts noch nie irgendwie eine schlechte Erfahrung gemacht hat, weil er nachts, wann immer er macht, sofort eine Brust im Mund hat. Und vielleicht hat durch diese Selbstsicherheit diese Abendroutine sich so wunderbar etablieren können. Ganz genau kann ich es nicht sagen, aber es war bei allen Kindern so. Obwohl jedes Kind unterschiedlich war, waren die Routinen in etwa, haben sich so bewährt. Und letztendlich, sei es mit diesem Nachmittags, manche Kinder kann man vielleicht nachmittags ungepuckt weglegen, manche Kinder brauchen vielleicht auch abends das Pucken. Und so ist jedes Kind anders. Aber, und das ist vielleicht, wenn ich euch von meiner Routine mit den Kindern erzähle, vielleicht so ein bisschen die Message, so mache ich es. Ich nehme den Rhythmus des Kindes, den mir das Kind im Wochenbett quasi vorlebt, und versuche dann ein bisschen den Rhythmus des Babys in meinen Alltag zu integrieren, ohne das Baby schreien zu lassen, ohne es leiden zu lassen. Und ehrlich gesagt, das klappt sehr, sehr gut. Und je älter das Baby wird, desto besser kann man den Rhythmus miteinander in den Alltag integrieren. Und wenn das Baby so schön ruhig ist und so wenig weint, dann geht es mir als Mutter einfach wesentlich besser, als wenn ich jetzt quasi einen Rhythmus vorgebe und das Baby da reinpassen muss. Ja, mich würde total interessieren, wie eure Rhythmuserfahrungen sind, wie ihr das mit euren Babys macht, weil, wie gesagt, 100 Wege führen nach Rom, 100 Wege führen zum Glück. Und deswegen ist es ja vielleicht schön zu hören, wie es andere Mamas machen. Und vielleicht war der ein oder andere Tipp für euch dabei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. So, ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao. Tschüss.